Ich bin heute endgültig zum Bullen mutiert, meine Damen und Herren, denn ich habe einen Tweet gesehen von Tom Lee von Funstrat, der mich total überzeugt hat, der mir gezeigt hat, ich lag die ganze Zeit falsch. Es ist schlichtweg so, dass alles total bullisch ist, denn eines muss man tatsächlich sagen, es ist doch einfach ein Irrglaube, an Fakten zu glauben. Der Glaube an sich ist doch der wahre Wert und du musst nur daran glauben, dass sozusagen die Dinge, die nicht zueinander passend, eben passend gemacht werden können. Und diesen Tweet von Tom Lee, den will ich Ihnen hier mal zeigen. Er sagt, die Märkte, die Aktienmärkte sind in einem Bullenmarkt. Der Konsens ist doch der meisten Leute, dass die Aktienmärkte mispriced sind, also fehlbepreist sind. Aber wenn die Inflation weiter so fällt, wie wir das erwarten, dann wird die Fed auch das Easing der Financial Conditions tolerieren, also die Lockerung der Financial Conditions letztendlich akzeptieren. Dementsprechend sind die Bären in einer Falle. Wir sehen den S&P 500 bis zum Jahresende bei 4.750 Punkten. Absolut überzeugend, die Inflation fällt wie ein Stein und dann wird die Fed natürlich die Zinsen senken und niemand wird sich die Frage stellen, ja, warum fällt denn die Inflation, denn dafür gibt es ja immer Gründe. Zu diesen Gründen würde ich in diesem Video einiges sagen, aber ich will Sie warnen vor solchen, wie soll ich sagen, Miesmachern, wie etwa hier Troy Gajewski, der sagt, also ich erwarte einen 22% Rückgang im S&P 500, so in den Bereich 3.200 Punkte. Er sagt, das, was wir derzeit sehen, ist typisch für eine Bärenmarktrallye. Oh, immer diese Skeptiker, das nervt. Und er sagt, ja, also wenn jetzt die Inflation nach unten kommt, dann wird die Fed die Zinsen dann senken vielleicht, aber die Fed wird die Zinsen nur senken, wenn wir eine Rezession haben. Und wenn wir eine Rezession haben, ist das gut für Earnings, ist das gut für Revenue, also ist das gut für Umsätze und Gewinne der Aktien? So stellt er die rhetorische Frage und sagt, das macht alles keinen Sinn. Aber das sind halt eben immer diese Faktengläubigen. Das nervt total. Wir brauchen doch einfach mehr Glaube, mehr Optimismus, mehr Metaphysik vielleicht. Ja? Die Gesetze der Schwerkraft sind eine Erfindung von irgendwelchen Wissen. Wissenschaftlern aus meiner Sicht. Das hat mit der Realität praktisch gar nichts zu tun. Und auch die Stimmung am Aktienmarkt, schauen Sie sich das mal an, Fear and Greed Index nur bei 70, wo doch 100 möglich sind. Also überall totaler Pessimismus der Leute. Und dass es dann nur nach oben gehen kann, ist auch klar. Ja, das ist eigentlich sogar unvermeidlich. Und dann hatten wir heute 14:30 die Einzelhandelsumsätze schwach, minus 1%, das war noch schlechter als die Bank of America vermutet hatte. Hier ist natürlich ein Faktor, die Gas Stations minus 5,5%, Benzin ist billiger geworden im März, das dürfte inzwischen wieder anders sein nach der OPEC-Geschichte. Hier sehen Sie mal vor allem auch Electronics minus 2,1%, interessanterweise, also schlechte Zahlen, das hat so ein bisschen Rezessionssorgen an den Märkten geschürt, die natürlich total unbegründet sind. Meine Damen und Herren, wer fürchtet sich schon vor einer Rezession? Und einer der Gründe, warum die Konsumausgaben der Amerikaner zurückgehen, ist schlichtweg wahrscheinlich, weil die Zinsen gestiegen sind und ihre Schuldenlast dadurch größer wird. Sie müssen also diese Schulden bedienen. Wenn du Kreditkarten Zinsen hast von 20% und drüber, was in den USA der Durchschnitt ist, dann geht eben weniger Geld in Konsum, weil du mehr Geld für die Schuldenbelastung ausgeben musst. Also ist das sozusagen der Vorlauf für Consumer Delinquencies, also für Konsumenten, die ja, ein unschönes Wort, bankrott erklären müssen, so sagte Lance Roberts. Aber dann hatten wir großartige Zahlen von JP Morgan, die waren wirklich besser als erwartet. Der Pessimismus gegenüber Banken war natürlich riesig und hier sehen wir, die Aktie ist nach oben gesprungen und natürlich sind die großen Banken auch ein Stück weit die Profiteure dieser Bankenkrise in den USA gewesen, die ja vor allem eine Krise der Regionalbanken waren. Da haben die Leute das Geld abgezogen und haben es dann oft zu JP Morgan, City und anderen Banken gebracht, ganz klar. Und das sind also gewissermaßen die Profiteure dieser ganzen Geschichte. Aber alle drei Banken, die heute berichtet haben, City, JP Morgan und Wells, haben ihre Rückstellungen für Kreditausfälle
erhöht und JP Morgans Chef Diamond hat heute gesagt, es wird unvermeidlicherweise eine Rezession geben. Mein Gott, lass den doch reden, es gibt keine Rezession, ne? Rezessionen, die haben wir doch durch die ultralaxe Geldpolitik abgeschafft. Es nervt ja, wenn du Boom hast und dann wieder Abkühlung, lasst uns doch einen permanenten Boom haben, das macht doch viel mehr Spaß. Aber schauen wir hier mal die Heatmap an, da sehen wir links unten die Banken, JP Morgan über 7% hier, Bank of America im Plus, Citigroup im Plus. Also das war echt schick, während Tech heute so ein bisschen schwächer ist, aber nur ein bisschen, nicht so richtig viel. Aber natürlich war diese ganze Geschichte natürlich ein bisschen überstrapaziert. Alle total euphorische für Tech, alle sehr skeptische für Banken. Hier sehen wir, dass das jetzt natürlich ein bisschen krass war und jetzt zurückschnappt. Das ist nicht unbedingt ein Wunder. Und was den Märkten heute nicht geholfen hat, das waren wieder so ketzerische Aussagen von Waller, von der Fed. Der sagte, naja, wir haben jetzt nicht viel Fortschritt gemacht mit unserem Inflationsziel. Wir müssen die Zinsen weiter anheben. Natürlich wird das auf die Daten ankommen und wie die Geschichte mit dem Credit Tightening hier weitergeht. Und financial conditions have not significantly tightened. Also die Finanzkonditionen hätten sich noch nicht wirklich so gestrafft, wie die Fed das will, um die Nachfrage nach unten zu bringen. Labor Market immer noch zu stark und so weiter und so fort. Und dann sagt er, die Zinsen werden hoch bleiben für eine substanzielle längere Zeit und länger als die Märkte erwarten. Ja, wie bitte? Also das ist ja eine Unverschämtheit, den Märkten zu sagen, dass sie da falsch liegen. Jedenfalls sind daraufhin, das werden wir gleich sehen, die Renditen gestiegen. Bostic von der Atlanta Fed hat sich dann noch geäußert und gesagt, ja, eine Zinsanhebung und dann gucken wir erstmal. Harker sieht das anders, aber jedenfalls die Märkte haben stärker auf Harker reagiert, vor allem die Fed Fund Futures, die Rate Hike Odds für Mai, also für die nächste Sitzung der Fed, jetzt in Richtung 80% unterwegs, also deutlich gestiegen wieder. Die Märkte scheinen sich nun an die Vorstellung zu gewöhnen, dass doch da mindestens noch ein Zinsschritt kommt. Und dann hatten wir um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und hier sehen wir ein Jahr von 3,6%, die Inflationserwartung auf 4,6% gestiegen, erwartet eigentlich nur 3,7%. Das war der größte Anstieg seit 2 Jahren der Inflationserwartung und einer der größten Anstiege überhaupt in den letzten Jahrzehnten seit den 1970er Jahren. Daraufhin wieder Renditen weiter gestiegen. Das hat jetzt den Tech-Werten nicht so geschmeckt, aber buy sit dip. Jeder Dip ist kaufpflichtig geradezu schon, meine Damen und Herren. Also wer das nicht macht, gell? Also diese Rallye zu verpassen, ist eine Schande. Jetzt sehen wir, dass der Atlanta Fed Wage Tracker weiter nach oben geht jetzt, was die Lohnentwicklung in den USA betrifft, von 6,1 auf 6,4%. Das ist normalerweise dieser Wage Tracker von der Atlanta Fed ein Frühindikator für das, was wirklich dann bei den Löhnen kommt. Hier sehen wir das. Ist normalerweise ein Ticken schneller als eben die Average Hourly Earnings, die dann in den Non-Farm Payrolls letztendlich veröffentlicht werden. Also Lohndruck scheint wieder ein bisschen anzuspringen und insgesamt war es ja so, dass die Märkte davon ausgegangen sind, naja, okay, wenn jetzt die Bankenkrise ist, dann kann die Fed die Zinsen nicht mehr anheben, sondern sie muss sie sogar senken und das ist ja wieder bullish. Ne? Es ist ja alles bullish und das ist besonders bullish. Ne? Aber was ist, wenn die Bankenkrise sich jetzt beruhigen würde, dann würde die Fed ja vielleicht sogar weitermachen müssen mit den Zinsanhebungen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Irgendwie wird ein Wunder geschehen und die Fed wird die Zinsen senken, auch wenn keine Rezession kommt, einfach weil sie nett ist. Und hier sehen wir, dass vielleicht ein zentraler Faktor, der vielleicht unterschätzt wird, den Andreas Deno Larsen hier betont. Wir haben ja derzeit die Situation, dass immense Gelder in diese Geldmarktfonds geflossen sind, weil die eben gute Zinsen bieten. Aber einer der Gründe ist auch, dass letztendlich die Geldmenge M2 sehr, sehr stark sinkt. Es wird also letztendlich, und das ist der entscheidende Punkt, ich will hier diese Grafik, mal voranschalten, meine Damen und Herren, die passt nämlich thematisch dazu. Der Grund, warum die Geldmenge sinkt, die Geldmenge M2, ist, weil eben wir mit den ansteigenden Zinsen letztendlich eine Verknappung von Liquidität haben. Liquidität wird im Endeffekt aus den Märkten gezogen und dann kommt es immer
zu Financial und Market Related Events. Und ja, die haben wir ja gesehen, nämlich mit der Bankenkrise. Aber dann hat man sich gesagt, ist ja total bullish. Die Aktienmärkte, die haben alles eingepreist, nur nicht eine Rezession. Equity Risk Premium unter 2%, das hatten wir zuletzt eigentlich nur gesehen 2008. Und dann im Vorfeld des 2022er Tops. Und hier vielleicht in Sachen Rezession, die natürlich nicht kommt, sehen wir hier, JP Morgan sagt also, wenn wir jetzt bei den Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe über die 250.000er Marke kommen und das ein paar Wochen hintereinander, dann wissen wir, dass eine Recession kommt. Das hatten wir schon. Ich hatte hier ein bisschen vorgeschaltet. Also kommen wir jetzt to something completely different. Da kommen wir zu die China. Hier haben wir ja gesehen, dass die Exporte Chinas insgesamt deutlich gestiegen sind, aber die Exporte nach Europa und vor allem in die USA sind deutlich gesunken. Was ist das? Was sagt uns das? Das kann entweder bedeuten, dass diese Entkoppelung zwischen den USA und China weitergeht. Immer mehr amerikanische Firmen gehen ja raus aus China. Oder es kann sein, dass die Nachfrage aus den USA, vor allem aus Europa auch, extrem schwach ist, sodass da weniger Exporte passieren. Und hier Diego Fastnacht, der bringt, glaube ich, hier einen wichtigen Punkt, der oft nicht verstanden wird. Ich hatte mal eine Diskussion da mit Simon Betschinger, der meinte also, dass die Öffnung Chinas disinflationär wirken würde. Da sieht Diego Fastnacht klarer und sagt, nee, das ist nicht der Fall. Weil die haben gedacht, also wenn Lieferkettenprobleme gelöst ist, dann ist das letztendlich disinflationär. Dem ist nicht so. Nur die Inflationsrate in den USA geht zurück. Die Exporte aus China in die USA sind hingegen gegenüber dem Vorjahr nicht gestiegen. Die sind sogar gesunken, aber die Preise für die Exporte sind deutlich gestiegen. Und die sinkende Inflation in den USA ist also alles andere als auf ein größeres Güterangebot aus China zurückzuführen. Und das ist genau der Punkt, warum diese Argumentation nicht stimmen kann. Wir haben jetzt nicht mehr Güter in den USA, sodass eben dann die Preise fallen. Nein, das hat mit der Geldmenge zu tun, das monetäre Phänomen eben. Das ist ein entscheidender Punkt. Und hier noch eine interessante Beobachtung eines Finanzmarktwelt-Kommentators oder der einen Kommentar hinterlassen hat. Der sagt, die Zulieferer, aus offenkundig ein Insider in Sachen Zulieferindustrie, sind noch bis Ende zweites Quartal ausgelastet. Für die Zeit danach wird händeringend und mit substanziellen Rabatten um Anschlussaufträge gebuhlt. Er ist kurzfristig, geht er davon aus, dass wir noch eine Rallye sehen. Ja, ich bin ja jetzt total bullish. Aber weil die Zahlen bis dahin noch gut sein werden. Aber danach schlägt die Rezession spätestens zu. Und dann auch hier interessant zum Thema Dollar. Ich hatte ja gestern ja das Marketflüster darüber gemacht. Die Geschäfte mit chinesischen Firmen werden selbstverständlich in Dollar abgewickelt. In den neuerdings bekommen wir Angebote aus China von manchen Lieferanten in zwei Währungen, Yuan und Dollar. Das ist schon mal also interessant, dass die Chinesen jetzt verstärkt auch in Yuan Verträge anbieten. Wie gesagt, gestern ja dieses Video, der Dollar heute dagegen im Aufwind wieder, der ist mit den steigenden Renditen wieder gestiegen, war total überverkauft, auch das ein Belastungsfaktor für die Märkte. Und wenn wir abschließend noch nach Deutschland kommen, meine Damen und Herren, zwei Nobelpreisträger in einem offenen Brief und viele andere auch, die sagen, liebes Deutschland, überlegt euch das nochmal, was ihr da macht. Überall, wo man hinkommt, sagen die Leute, also die Deutschen sind schon ein bisschen eigenartig, so ein bisschen die Geisterfahrer, aber die Mainstream-Mehrheit sieht das teilweise anders, wobei die Mehrheit ist ja eigentlich gegen die Abschaltung, aber zumindest das, was in den Medien transportiert wird, in den Medien, wo meine inzwischen zweitbeste Freundin Claudia Kempfert immer wieder vorkommt, hier sagt einer, die Kempfert forscht eigentlich nicht, sie betreibt grüne Politik mit akademischen Fußnoten. So könnte man das, glaube ich, wirklich auf den Punkt bringen. Und er zeigt vor allem, dass Atomkraft eben doch günstiger ist, weil eben die Laufzeiten dieser Kraftwerke sehr, sehr lange sind, während bei Windkraftanlagen eben 20, 25 Jahre, dann ist finito. Aber da werden dann solche Behauptungen von Kempfert in den Raum gestellt, die faktisch nicht stimmen. Und das große Problem ist, dass wir jetzt dann, weil wir jetzt am Wochenende abschalten, perspektivisch höhere Strompreise bekommen werden. Warum? Aufgrund der Merit-Order wird dann der AKW-Anteil rausfallen. Das heißt, es rutscht sehr wahrscheinlich dann ein bisschen Gas
Gas mit rein in den Preis. Ist ja immer so, dass sozusagen der teuerste Anbieter oder der, der die höchsten Kosten hat, der definiert den Preis. Und so dürfte es eben dazu kommen, dass dann die Strompreise in Deutschland weiter steigen. Aber genau das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen kein Auto fahren, auch wenn es Elektroautos sind, gell? Und Strom sparen ist ja eher eine schöne Geschichte, gell? Wir haben ja nur den doppelten Strompreis wie die Franzosen, aber wir emittieren nur 6-mal so viel wie die Franzosen CO2, gell? Es ist eine tolle Bilanz, wo ich sage, ja, das ist ein Erfolgs Modell, dass die Restwelt uns nicht zujubelt, wundert mich, gell? Die sind ja alle total bescheuert, nicht wahr? Meine Damen und Herren, jetzt noch zwei Empfehlungen. Aktien verkaufen wegen kommender Rezession, das sagt Bank of America Analyst Michael Hartnett, ketzerisch, bitte nicht lesen, auf keinen Fall lesen, lassen Sie sich davon nicht verwirren. Und die zweite Empfehlung, Bums, das wollte ich nicht. Die zweite Empfehlung, wenn ich da mal händisch agiere, ist diese hier, nämlich Russland-Sanktionen wirken wie geplant. Die Russen verkaufen zwar nach wie vor ziemlich viel Öl, aber die Einnahmen aus dem Ölverkauf, die sinken. Das wäre eine seltene Erfolgsstory der EU und ihren Sanktionen. Mal schauen, ob das Ganze wirklich aufgeht. Aber da sind ein paar interessante Dinge mit drin. Also zwei Empfehlungen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns am Montag wieder in total bullischer Verfassung. Servus, ciao.